Hallo meine Lieben, es gibt wieder ein DIY für euch und ja, ich habe lange überlegt und habe was ganz Cooles gefunden. Ihr habt es gerade schon in der Vorschau gesehen, ich möchte euch zeigen, wie ihr alte T-Shirts aufpimpen könnt, indem ihr sie rückenfrei macht. Und ja, was ihr dafür benötigt und wie das Ganze geht, zeige ich euch jetzt. Wenn euch das interessiert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einfach dran bleibt. Viel Spaß! Ihr braucht ein altes T-Shirt von euch, was kaputt geschnitten werden darf. Dann benötigt ihr eine Schere, mit der man auch gut Textilien schneiden kann. Außerdem braucht ihr noch einen Alleskleber. Ich habe einen von Uhu. Ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass ihr mit dem Alleskleber auch Stoffe und Textilien kleben könnt und dass er bei der Wäsche nicht abgeht. Und zum Schluss benötigt ihr noch einen Cutter und Pappe als Unterlage. Als erstes müsst ihr einen kleinen Streifen unten an eurem T-Shirt abschneiden. Den Stoff benötigen wir gleich nochmal. Ihr nehmt am besten 5 bis 10 cm, aber ihr solltet auch darauf achten, dass es natürlich nicht zu kurz wird. Jetzt müsst ihr euer T-Shirt einmal umdrehen, weil wir ja den Rücken aufschneiden wollen. Legt das schön gerade wieder hin und jetzt braucht ihr eure Pappe. Und die legt ihr einmal in euer T-Shirt rein, damit ihr gleich eure Vorderseite nicht mit aufschneidet. So. Und wenn ihr den Stoff dann schön glatt gestrichen habt, benötigt ihr euer Cuttermesser. Und jetzt schneidet ihr einfach mit eurem Cutter Schlitze in euer T-Shirt. Ihr müsst wirklich darauf achten, dass die Pappe dick genug ist, damit ihr nicht eure Vorderseite mit einschnitzt. Und das Ganze macht ihr am besten immer in einem Abstand von ca. 10 cm. Und ihr müsst auch darauf aufpassen, dass ihr nicht zu weit an den Rand geht. Wenn die Schlitze nicht ganz gleichmäßig oder ordentlich sind, ist das überhaupt kein Problem. Und ja, jetzt könnt ihr das T-Shirt am besten mal so ein bisschen auseinanderziehen. Falls irgendwie noch eine Stelle nicht ganz durchgeschnitten ist, nehmt ihr nochmal euren Cutter. So. Und jetzt braucht ihr auch schon euer zweites Stoffteil, was ihr am Anfang abgeschnitten habt. Und zusätzlich eure Schere. Und jetzt schneidet ihr einfach das Band auf. So. Und jetzt nehmt ihr einfach ungefähr 3 cm dicke Streifen und schneidet euch davon ein paar ab. Und mit diesen Stoffstücken bindet ihr jetzt eure abgetrennten Bereiche ab. Hierfür braucht ihr dann noch euren Kleber. Und ich fange jetzt einfach mal in der Mitte an. Ihr wickelt das, ihr nehmt erstmal so einen Bereich und geht in die Mitte und knüsselt das so ein bisschen zusammen. Und jetzt nehmt ihr euren Stoff und legt ihn von vorne nach hinten. Könnt ihr das Ganze natürlich umdrehen, dass ihr gut kleben könnt. Und jetzt nehmt ihr einfach euren Kleber und gebt davon reichlich auf euer Stoffstück und klappt das dann einfach hier hinten aufeinander zusammen und klebt das schön fest. Ja, und das war's dann auch. Das müsst ihr jetzt nur noch mit allen Partien machen. Thank you.
Teil oben zum Kragen hin könnt ihr natürlich auch nochmal zusammenbinden. Dann sieht das Gesamtbild einfach schöner aus. Am besten lasst ihr euer T-Shirt dann nach der vorgegebenen Zeit von dem Kleber so lange noch auf der Pappe liegen, bis wirklich alles gut getrocknet ist. So, jetzt könnt ihr euer T-Shirt auch schon aus der Pappe rausholen. Ja, das war's auch schon. Ihr habt gesehen, es ist wirklich nicht schwer und es geht ganz, ganz schnell. Mir hat das T-Shirt eigentlich nicht mehr so gut gefallen. Ich fand es einfach viel zu langweilig. Aber nachdem ich das jetzt so bearbeitet habe, finde ich es wirklich wieder richtig schön. Es hat einfach was. Und ich zeige euch das nochmal. Ich finde, gerade dadurch, dass die Abstände nicht ganz gleich sind, hat das einfach was ganz Cooles und mir gefällt es wirklich richtig gut. Ja, ich hoffe natürlich, dass dieser Trick euch auch gefallen hat. Vielleicht bearbeitet ihr auch ein T-Shirt von euch, was euch jetzt nicht mehr so gut gefällt. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, wenn euch die Idee gefallen hat. Und dann hoffe ich, dass ihr alle bei meinem nächsten Video wieder einschaltet. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit und sagt Tschüss.